Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Das Schwarze Auge Satinavs Ketten. Oh, pardon, also kam es ungelegen. Ja, in der letzten Folge sind wir leicht wieder verzweifelt an dem Apfel. Wir haben immer noch keine drei Aufgaben gelöst und versuchten immer noch irgendwie, weiß nicht, ich bin immer noch der Meinung, dass das hier irgendwie durch den Brunnen gehen muss und ich werde es jetzt mal probieren. Warum ist der Brunnen bei dieser Wärme eigentlich vereist? Weil, ah, du? Weil Winter ist, okay. Ich konnte den auch nicht kaputt machen, gell? Nee, das habe ich Zerbricht. schon versucht. Ich habe alles mit oben. Ich könnte mal alles mit oben kombinieren. Stechen, schneiden oder einritzen, das geht hier nicht. Stechen, schneiden, nein, das geht hier nicht. Ich spiele schon zu oft mit dem Feuer. Was hast du denn? Du hast dieses beschissene Feuerzeug seit Anfang des Spiels schon fast und hast es noch nicht einmal benutzt. Ich muss das Ziel im Auge behalten. Ich behalte dich auch gleich mal im Auge. Die. Hä? Das ist ein Speer? Waffen für Kunstwerke missbrauchen. Auf die Idee können ja nur Feen kommen. Wäre er ein gutes Stück kleiner, hätte ich einen passenden Pfeil für meinen Bogen. Das ist ein Speer? Ich dachte, das ist ein Pfeil. Keine Zeit für... Kann ich dir das eventuell werfen? Nein, was soll das auch bringen? Zerschneiden, zerbrechen oder so ein Zeug kann ich aber mit ihm auch nicht machen. Es wird auch erklären, warum die Feder nicht rangeht. Okay, ich werfe das Augenwesen nochmal durch. Machst es mir nicht. Ah, das hat man ja schon probiert. Keine Zeit für so. Stangen. Warum der auch immer gleich so aufregt, mein Gott. Das kann ich besser. Wie viel Zeit wir schon im Fehlreich verbracht So haben. wird das. Ja, okay. Ich glaube, ich muss den Honig nochmal mitnehmen. Das wäre, glaube ich, ganz intelligent. Weil, das ist ein Objekt, was wir nutzen können. Also. Wo steht das eigentlich? Das ist Osten, Süden. Westen. Ja, V schläft jetzt, gell? Der V schläft. Okay. Hab ich die Kugel dabei? Nee, die Kugel ist da oben. Dann nehme ich mal die Kugel. Und so platzieren wir mal hier. Aber ich glaube dann. Leer. Wird der V aufwachen wieder? Jo. Oder? Ja, ist aufgewacht wieder, okay. Dann gehen wir zum Augensiedler-Krebs-Dingens hier nochmal und probieren nochmal den. Ich wollte ruhig da mitnehmen. Der Wind kommt aus einer anderen Richtung. Wenn ich eventuell den Der Wind kommt Honig. aus einer anderen Richtung. Ja, warte mal, nimm mal bitte den Kelch mit. Wenn ich den eventuell zum Dings zeigen lasse, hier so zu dem da. Nordwesten. Ich dachte, wenn der den anzeigt oder vielleicht andere Seite, dass der irgendwie dann sich doch eine Brücke öffnet oder so. Eine. Auch nicht. Kann ich eventuell den. Vielleicht. Nein. Kann ich ihn vielleicht verwirren, indem ich zwei Seiten. Ich muss dringend mal wieder schlafen. Ich wollte eigentlich auf den Kelch kriegen. Das geht so. Kann ich ihn vielleicht verwirren, indem ich zwei Seiten mit. Das ist, glaube ich, zwei weniger, das wäre ziemlich sinnlos, aber. Die Nase hat kein Interesse. Bis? Ich kann die Pferde da auch hinlegen? Die Nase hat kein. Gwendling hat früher manchmal mit Honig gemalt. Die Nase hat kein Interesse. Du jetzt vielleicht genug da? Einfach mal. Lol.
Was macht das Vieh jetzt, wenn ich auf die andere Seite auch Honig lege? Oh. Ich glaube, der ist ein bisschen beim Blackster, Junge, aber irgendwie... Unsinn. Hä? Das, ich verstehe das nicht. Ich lege mal hier daneben. Oh. So, den kenne ich wieder mit. Und wenn ich... Oh. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das geht über mein Verständnis hinaus. Ich bringe Unheil. Sogar das Wasser fließt wieder. Aber solange ich Nori nicht retten kann, ist das alles wertlos. Ja, dann rette sie doch, mein Guter. Rette sie doch. Wir haben doch genug Zeit. Das Spiel gibt uns die Zeit. Seltsam. Das Becken da oben ist zugleich das Becken da drüben. Das ist verwirrend. Stimmt. Ich kann hier hoch? Okay. Seltsam. Ist unter mir jetzt der Abgrund oder das Becken da unten? Keine Zeit, mich zu waschen. Ich versuche mal, das hier zu stoppen irgendwie. Geht nur verloren. Okay. Oh, ich. Was ist das? Faulrad? V? Das habe ich ja noch gar nicht gemerkt, dass man hier hinten jetzt auch hier hochgehen kann. Das ist natürlich. Alter. Moment, ich probiere mal was aus. Der ist auch, wenn der jetzt hier runterläuft, wird der größer. Ich komme mir gerade echt, sorry, aber ich komme mir gerade echt voll bekloppt vor, dass ich das nicht gesehen habe beim ersten Mal. Also beim ersten paar Mal, dass ich hier hochlaufen kann. Das tut mir leid, ich komme mir gerade echt voll dämlich vor. Und ich werde hier klein. Nee, oder? Nee. Alles klar, okay. Das ist also dazu gedacht, um Dinge zu vergrößern und zu verkleinern. Na dann gehen wir mal hierher und üben einen gewagten Schuss. Jetzt machen sich die stundenlangen Zielübungen mit Gwindling endlich bezahlt. So, mal probieren, ob das hier funktioniert mit dem, was ich mir jetzt vorstelle. Also dann, Fex steht mir bei. Ja, wunderbar. Wir haben den Apfel runtergeschossen. Und jetzt müssen wir theoretisch den Raum umdrehen. Flips. Dreh dich. Okay. Jetzt theoretisch müsste eigentlich hier nur der Apfel liegen. Yay, wir haben den Apfel. Okay, die Musik macht ein bisschen Angst, auch wenn sie positiv war, aber sie macht mir ein wenig Angst. Okay. Ey, Leute, Schnepfe, hier, guck mal, was ich gefunden habe. Majestät, ich bringe euch den Apfel. Tatsächlich? Nachthaar, diese Aufgabe ist wohl gelöst. Gut, okay. Jetzt habe ich noch die Aufgabe einer lebensechten Statue. Achte er uns... Halt's. Miep. Lebensgroße Stab. Du will Apfel nicht mehr nehmen? Nein, will nicht nehmen. Und was ist? Augenwesen. Warum nicht? Den Versuch ist es wert, aber nicht von hier aus.
dann halt nicht. Und hier nochmal, ich versuch's einfach jetzt, keine Ahnung, was wir machen sollen. Warum nicht? Den Versuch ist es wert, aber nicht von hier aus. Ja. Dieser Reif, den er um den Hals trägt, das ist der Reif aus meinem Heißt das? Und warum hat er sich... Ja, okay. Warum, wieso hat er sich eventuell... In so einem Korb hat Hilda immer ihre Welpen schlafen lassen. Wäre das dann nicht was für ihn? Ich weiß es nicht. Natürlich nicht. Ich gehe mal hier rüber. Gehe nochmal hier hoch. Ey, du, ey, willst du jetzt nochmal? Ich hab keine Ahnung. Warum nicht? Den Versuch ist es wert, aber nicht von hier aus. Ich habe jetzt alles probiert. Kann ich ihn vielleicht durchs Ohr reinschmeißen? Das wäre aber auch ziemlich sinnvoll. Warum nicht? Den Versuch, aber nicht... Nee, okay, das ist also... Kommt auf Silvi hinaus. Dieser Reif, den er um den Hals... Das ist der Reif aus... Heißt das? Und warum hat er sich... Das hat man schon. Der Schlüssel zum Feengemach. Ja, ich muss da irgendwie rein, ne? Irgendeine Farbe hat doch beim Regenbogen gefehlt, das weiß ich noch. Na Quatsch. Er geht mal wieder. Hallo? Achso. Irgendeine Farbe hat beim Regenbogen gefehlt, ich weiß gerade bloß nicht mehr welche. Deswegen setze ich den kurz ein und frage mal nach. Eine Treppe oder ein Regenbogen oder beides. Rot, gelb, grün, blau, violett. Das sind die Regenbogenfarben. Nein, orange fehlt. Orange fehlt. Er wollte mit der Feder malen. Wir brauchen also orange. Das heißt, wir brauchen noch rot, weil das ist ja gelb. Ich habe eine Lichtstatue. Die ich da aber eigentlich... Das ist absurd. ...stehen lassen sollte, weil das ist ja eigentlich schon ziemlich intelligent, glaube ich. Hier unten, das brauche ich theoretisch nicht mehr. Habe ich den Spiegel schon genutzt? Kannst du mir helfen, Spiegel? In Gwendlings Geschichten konnten Feenspiegel immer sprechen. Und was ist, wenn du ihm einen Kristall gibst? Kann er dann vielleicht sprechen? Kannst du mir helfen, Spiegel? In Gwendlings Geschichten konnten Feenspiegel immer sprechen. Das ist gar kein Bild, sondern ein Vorsprung. Wozu soll sowas gut sein? Das wozu... Okay. Wem's gefällt... Also wir müssen den immer hier einfügen, sonst funktioniert das nicht. Da gehört wohl einer dieser Kristalle rein. Warte mal, ist ein Vorsprung? Kann ich da... Moment, warte. Wenn ich das hier hin mache, wird es zum Durchgang. Wenn ich das hier hin mache, ist es ein Vorsprung. Seht ihr... Guck mal, hier oben seht ihr das Schwert da. Moment. Ich möchte das nochmal hier probieren. Da, wieso? Da. Jetzt ist es nicht da, aber ich kann es auch nicht anklicken, egal wie was passiert. Moment, du musst mal hier rein. Da, flupp, jetzt ist da oben ein Schwert, aber ich kann es nicht anklicken. Lea, soll das etwa auch Kunst sein? Okay, kann ich vielleicht mit der Skulptur jetzt reden? Deine Ohren sind hässlich. Nein, er kann nicht sprechen. Eine Kobold oder ein Opfer des Augenwesens. Ich glaube, wenigstens hättest du die Ohren nicht abschrauben können, wenn es ein Opfer gewesen wäre. Wozu soll so... Ein Vorsprung. Können wir damit... Das macht das Bild auch nicht schöner.
Naja, vielleicht nicht das Bild, aber vielleicht die Absicht. Das hilft auch nicht weiter. Ach, warte mal ganz kurz. Der Vorsprung wird doch größer. Vielleicht können... Oder wir hauen die Feenstatue, mal ganz blöde gesagt, einfach mal in den Brunnen mit rein. Ich probiere das erstmal mit dem Vorsprung. Wir brauchen aber den Sommer dazu. Das heißt, der Farbstein kommt mit. So, das heißt, der Farbstein kommt hier rein. Und wir hauen mal die Feenstatue hier rein. Nein. Okay, Moment, der ist, kommt der jetzt raus hier. So, Moment. Und jetzt haben wir dann nämlich ein Bild. Das mit vier. Da ist sogar orange dabei. Jetzt ist es ein Vorsprung. Jetzt theoretisch gesehen kann ich doch. Das kann ich besser. So kommt man da nicht durch. Ich darf meine Zeit nicht mit diesen Bildern vertrödeln. Jetzt ist es ein Bild. Jahreszeitenwechsler. Juhu! Bringt mir nicht viel. So nicht. Warum ist es denn jetzt auf einmal ein Bild? Vorhin war es doch keins. Hä? Vorhin war es kein Bild. Jetzt bin ich irritiert. Dann werde ich jetzt mal ganz kurz... Sommer machen und probier's mal mit dem Brunnen aus. Vielleicht kann ich die Elfen einfach größer machen. Wäre das einfachste jetzt, nachdem wir das mit dem Speer gemacht haben, müsste es ja theoretisch auch umgedreht mit der Elfe gehen. Die Frage ist, ob das so einfach ist, wie ich mir das denke. Und vielleicht kann mir der Wasserfall helfen, aber zuerst kümmere ich mich um die richtigen Farben. Huch, das heißt, er will also auch die richtigen Farben. Haben. Ich ziehe mal meine Schuhe aus. Ja, ich sitze gerade mit Hausschlappen und das macht sich durch, wenn man die Beine beieinander schlagen will. Hausschlappen, auch ein geiles Wort. Ich kümmere mich um die richtigen Farben. Das heißt, ich muss also vorher Rot besorgen, also muss ich höchstwahrscheinlich vorher ins Zimmer des hier rein muss ich wahrscheinlich zuerst, weil ja drin gemalert wird. Aber jetzt wird die ganz blöde Frage, wie komme ich da rein? Ich bin ja der Meinung, dass ich das eventuell hier mit dieses Vieh regeln muss. Ich weiß aber nicht genau, was ich da tun soll. Vielleicht stelle ich ihn mal auf Westen. Und wenn ich ihn nach Westen stelle, ordnen sich die Steine hier an. Wer soll denn auf so einen Scheiß kommen? Westen war Sonnenaufgang, glaube ich, aber... Was? Was ist denn das? Rote Farbe. Hallöchen. Wir haben eine Feder mit orangener Farbe. Guck mal, hier Augenwesen. Das ist eine Augenhöhle. Da sind wir. Das ist die Augenhöhle? Es ist etwas ungemütlich. Ich möchte lieber woanders hin. Aber... Nein, 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 nein. Hier bleib ich nicht. Schon gut. Ich lass mir was einfallen. Es hieß doch vorhin, dass wir hier so ein bisschen da. Und jetzt hier so ein bisschen. Also hier, da. Oh, das ist gemütlich. Hier bleibe ich. Und jetzt träume ich von meinem. Oder von. Wie kann man nur so schnell einschlafen? Ich weiß es nicht, aber es scheint glücklich zu sein. Das rechte Auge ist so blind wie das linke.
Ruinen, tote Wälder, ausgetrocknete Seen. Noris Welt ist völlig zerfallen. Jetzt weißt du, warum sie nicht mehr her wollte. Statue, okay, das heißt, wir haben jetzt die rote Farbe. Das ging ja doch, wir haben schaffen einiges in der Folge, wow. Hab wahrscheinlich einfach ein bisschen Vorbereitung gebraucht und ein bisschen rumgucken, damit man im Endeffekt einfach mal erstmal sieht, was genau denn jetzt zu tun ist, wenn ich jetzt den Farbstein hier rein platziere und dann mit der orangenen Farbe. Was soll ich anmalen? Hier ist nicht mal eine Leinwand. Ach so, natürlich. Dann nehmen wir den Kristall erstmal raus. Moment. Und malen da das Bild an. Wundervoll. Du bist ein Held. Ich danke dir. Und jetzt... Na also. Und jetzt... Dehnen wir die Statue mal da rein. Das ist absurd. Das ist absurd. Eine Treppe oder ein Regenbogen oder beides. Die Statue nimmt aber irgendwie nicht die Farbe an, die ich erhofft hatte. Dann gehen wir mal kurz raus. Und ich lege die Statue jetzt einfach mal hierher. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Geht nicht. Okay, es bringt anscheinend noch nichts. Das heißt, ich werde wahrscheinlich wirklich erstmal die Kugel mitnehmen müssen. Runter. Weil ohne das wird es nicht. Die richtigen Farben habe ich ja. Also theoretisch gesehen sollte es... Oh, diese Folge wird ziemlich lang gerade. Aber okay. Dann werden wir in der nächsten Folge jetzt sehen, was genau sich hier jetzt verbirgt und was hier passieren wird. Und ja, dann bis in der nächsten Folge und dann schauen wir, was passiert. Und vielleicht lösen wir das zweite und auch das dritte Rätsel. Das dritte Rätsel... Was war das dritte Rätsel nochmal? Apfel, Fee und... Keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.